Dieser mongolische Krieger ist viel geritten. Das können die Archäologen auch 1300 Jahre nach seiner Bestattung noch an seinen Knochen erkennen. An seinem Kopf entdeckten sie noch etwas Unglaublicheres. Darüber hinaus auch ist sein Schädel mal geöffnet worden. Operativ, eine Trepanation ist erkennbar, fast 2 Zentimeter groß und die Knochenränder sind wieder zugewachsen. Also diese Person hat diese Operation langfristig überlebt gehabt. Das ist unglaublich. Hatte der einen Tumor? Kann man sowas auch feststellen? Hat man bis jetzt noch nicht untersucht, ob er einen Tumor hatte. Aber wir haben bei manchen ja auch einen trepanierten Schädel vom Osttor gehabt. Manchmal ist das rituell oder es sind vielleicht Epileptiker gewesen, wo man so etwas gemacht hat. Es ist ganz bemerkenswert. Das ist ein ungelöstes Rätsel. Andere Funde dagegen sind leichter zu interpretieren. Zum Beispiel die Waffen, die man in den Gräbern der Mongolen gefunden hat. Sie zeugen von der klaren Überlegenheit der Steppenkrieger. Mit verblüffend raffinierten Methoden haben sie aerodynamische Effekte erzielt, um die Durchschlagskraft und Zielgenauigkeit ihrer Pfeile zu optimieren. Rätselhaft dagegen ist ein Musikinstrument, das ebenfalls im Grab gefunden wurde. Das ist natürlich das Überraschende. Es ist ein Steppenkrieger. Ja, ein überlegener Reiter, der mit dem Reflexbogen die Pfeile todbringend abschießt, aber er hat dieses Musikinstrument. Er ist ein harfespielender Reiterkrieger. Ja, das ist so etwas, was man sich im ersten Moment gar nicht vorstellt und zeigt dann doch eine ganz andere Facette dieser Kultur, dieser Steppennomaden, die natürlich nicht nur Krieg und Zerstörung, Eroberung ist. Die im Grab gefundene Harfe ist das älteste Musikinstrument der Mongolei. Darauf ist nicht nur eine Jagdszene, sondern auch eine Runenschrift, und zwar eine alttürkische. Spiegel unter einer Nachbildung zeigen sie. Das begeistert auch den berühmtesten Musiker der Mongolei. Die Instrumente sind mir echt fantastisch. Und ich habe zuerst geschaut und meine Haut ist wie ein Gänsehaut geworden. Das ist echt fantastisch. Auch Wissenschaftler aus der Mongolei waren bei der Eröffnung der Ausstellung in Manching. Die fachlichen Kontakte dorthin werden schon seit DDR-Zeiten gepflegt. Die Fundstücke wurden in Bonn aufbereitet. Die Ausstellung war bisher nur dort und in Amsterdam zu sehen. Die Relikte sind besonders gut erhalten, weil sie zwischen 1800 und 3000 Metern Höhe vom trockenen Bergklima konserviert wurden. So wie dieser Mantel, der vor Lichteinfall geschützt werden muss. Im Außenbereich des Museums steht eine Jurte. Mancher weiß, wie es sich darin schläft. In der Mitte steht ein Ofen, immer, und oben schaut ein Kaminrohr raus. Und wenn es da wirklich sehr kalt wird, dann kann man die Betten reinrücken in die Mitte, an die Wärme. Und wenn es warm ist, wird es rausgehen. Die Ausstellung Steppenkrieger ist noch bis zum 17. November im Keltenrömermuseum Manching zu sehen. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.